Die alten, nicht denkmalgeschützten Produktionshallen der Salzmann-Fabrik macht ein Abrissbagger dem Erdboden gleich. Bevor er jedoch loslegen konnte, wurden zunächst alle Schadstoffe wie Asbest aus den Hallen entfernt. Damit es weniger staubt, sprüht der Bagger Wasser auf das Mauerwerk. Die Einhaltung der abfall- und umweltrechtlichen Auflagen aus der entsprechenden Baugenehmigung ist eine besondere Aufgabe, die es hier auch zu bewältigen gibt. Wir müssen sowohl die Emissionen aus den Abbrucharbeiten eindämmen, als auch natürlich die Schutzgüter hier beobachten. Ja, die erste formal wichtigste Phase der Umsetzung ist jetzt gestartet. Auf der Grundlage der Abbruchgenehmigung werden jetzt die vorbereitenden Maßnahmen hier an der Salzmann-Fabrik eingeleitet. Und zu diesen Maßnahmen gehört halt das Abbrechen dieser Schotterhallen und was man im Hintergrund sieht, auch Produktionsbereiche. Nach dem Abriss der Hallen wird der übrige Teil saniert. Eigentümer Dennis Rossing will 20 Millionen Euro investieren. 2015 sollen einige Ämter der Stadt Kassel hier untergebracht werden. Auch die Versicherung Huck Coburg will eine Etage mieten.